Freiwillig. Wer will, kann sich doch gerne eintragen mit E-Mail-Adresse, mit Adresse und mit Telefonnummer. Wir werden dann die sämtlichen Telefonnummern weitergeben. Erstens einmal von Ihnen, die die Betreuung hat, vom Hausherrn, wenn wir die Telefonnummer weitergeben, auch vom Land Steiermark und auch von der Polizeiinspektion werden wir die Telefonnummer weitergeben. Natürlich auch meine Telefonnummer wird dort drinstehen. Wer das gerne hätte, bitte einfach in die Liste eintragen. Ich hätte es heute bitte gerne, nachdem er schon in unserer Wohnhaft ist. Bitte? Ich hätte es heute bitte schon gerne, nachdem dort der Michael schon in der Wohnhaft ist. Ja, können wir ohne weiteres im Nachhinein noch geil machen. Die Telefonnummer austauschen. Ja, voll. Ich habe noch eine Frage. Können Sie physisch verabschieden? Also, die Wohnung, was in der Wohnung kommt, aber die jetzt sind, sind Syrer und Iraker. Ich denke auch, das ist schon mal so nicht schwierig. Eine Frage. Wie wollen Sie das quasi dann mit dem Bewohnerinnen und Bewohner von dort kommen und wir werden Antritts noch
mehr säubern. Das führt dazu. Aber die bekommen keine 3 Euro in der Stunde bezahlt. Nach die kriegen aber nichts, die machen das freiwillig. Damit beantworten, auf deine Frage, in der Bauordnung gibt es diesbezüglich sein. Entschuldigung, sind die Gewerbe? Der Herr Herr Gewerbe. Wenn ich einmalige Einnahmen habe, die ich mein Leben lang bestreiten kann, bin ich Gewerbe. Okay. Gewerbliche Tätigkeit. Okay. Ja, die morgen eine Anzeige machen, vom Magistrat legen Sie und dann werden wir sagen, ob es so ist oder nicht. Nein, ich habe schon eine Antwort. Ja, bitte. Weil ich diese Frage an die Bauordnung bereits gestellt habe und da war die Antwort, dass für solche vorübergehenden, es steht im Gesetzestext so drin, vorübergehenden, dass dort die Bauordnung außer Kraft gesetzt wird. Nein, das ist die Bauordnung, das ist die Gewerbeordnung. Ja, aber die Bauordnung ist dafür zuständig. Nein, ja. Die Gewerbeordnung ist zuständig. Ja, die Gewerbeordnung hat auch noch nichts geändert, weil das Ganze war sowieso Gewerbeordnung. Was sind doch die Gewerberechtliche Bewilligungsbescheide kennen? Und stellt zum Beispiel, wenn man die Fahrzeuge fragt, für eine Gewerbeordnung von Gewerbeordnung. Wie viel sind wir? Wir haben die Gewerbeordnung, aber die Antwort von der Bauernhandelsabteilung war diesbezüglich, weil das im Vorfeld bereits gemacht haben.